Hallo Römerling-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blatt Grün. Wir sind in Savronia City und erkunden jetzt erstmal ein wenig die Stadt, würde ich sagen. Schon zurück nicht mehr, okay. Ja, wenn wir erstmal die Silfsko unter Kontrolle haben, können wir in der ganzen Welt mit Pokémon handeln. Das glaube ich eher nicht, dass ihr die Kontrolle übernehmen werdet. Ja, wir könnten sogar rein. Aha, er hält ein Nickerchen. Alles klar. Silfsko, Bürogebäude. Ich fühle mich wunderbar, wenn ich böse bin. Tipps für Trainer. Der Superball erhöht die Fangquote. Probiere ihn bei Pokémon aus, die schwerer zu fangen sind. Okay. Hallo. Savronia City gehört dem Team Rocket. Das finde ich nicht okay. Was willst du noch? Hau ab! Nö. Der Boss hat versprochen, dass wir die Stadt einnehmen werden. Savronia City, die goldglänzende Handelsstadt. Okay. Hier oben ist nichts, okay. Kampfarena. Das ist dann die normale Pokémon-Arena, okay. Geh aus dem Weg, oder ich muss ich dir wehtun? Nee, ich glaube nicht. Aber wir werden jetzt mal Tauboga an den Anfang setzen. Der Tauboga braucht noch ein wenig Training, würde ich sagen. Und da ist die Kampfarena doch ein guter Ort für, oder nicht? Könnte es sein, dass es Doppelkämpfe sind, ich weiß es nicht. Setz mal... Ja, noch Gengar. Gengar an Anfang. Oder an zweite Stelle. Ja, unbefugt ist der Zutritt zu unserem Kampf dort noch verboten. Okay, es sind keine Doppelkämpfe. Ach, ich mag die Battle-Musik. Gut, schönes Training für Tauboga, würde ich sagen. Macholos, vielleicht auch Maschox. Machomai schätze ich jetzt nicht. Gab es das in der ersten Generation eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht. Aber Machomai schätze ich nicht. Doch, Machomai gab es, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Dann. Mir egal. Ja. Dratini Level 26, sehr schön. Bald kann Dratini selber sich trainieren. Ein Rasaf noch. Das gibt schon Erfahrungspunkte, schätze ich. Nochmal Aeroas. Einfacher Aeroas rein. Weniger Damage als erwartet. Raserei. Wirklich. Raserei. Echt jetzt? Raserei. For real? Ah. Dratini erhält 493. Das ist schon mal nett. Ich gebe auf. Okay. Und der nächste. Du sollst sehr gut sein, beweis es mir. Hast du gerade nicht den Kampf von deinem Teamkollegen mitbekommen? Gegen mich. Hat er übel verkackt. Macholo, okay. Dürfte alles easy sein, schätze ich mal. Ist doch die erste Entwicklung, das dürfte alles fit gehen. Oh, was? Oh. Das war Damage. Ja, wir machen Ruckzuckieb. Reicht aus. Level up? Nee, Fütterboga nicht. Nee, nee. Das kommt schätzungsweise jetzt bei dem Maschok auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir setzen Fliegen ein. Oder Ero. Naja, komm, machen wir mal Fliegen. Machen wir mal Fliegen. Ja, ist okay Damage. Ist okay Damage. Gerateschlag. Oh. Machen wir nochmal Fliegen. Der Damage und Gerateschlag ist schon nett. Würde ich sagen. Schon ziemlich hoch. Aber schön. Level up für Tauboga. 34. Bald entwickelt es sich. Daunenreigen. Nee. Lass mal. Nicht unbedingt. Schiedsrichter, ein Punkt. Was? Gibt keinen Schiedsrichter hier. So, wir müssen einmal Tauboga ein bisschen heilen. Weiter da. Oh. Ich hab einen Donnerstein, stimmt. Muss ich noch umsetzen. Hier hin. Und, Supertrank. Für Tauboga. Wir müssen mal bald neue Tränke kaufen. Merke ich gerade. Nächster Trainer, komm her. Keine Herausforderung ist mir zu hart. Ich zertrümmere Steine mit bloßen Händen. Ah, sicher? Steine vielleicht. Mich? Nee.
ein Razav. Okay. Zweimal Aeroas und das... Oh, 36, Alter. Zweimal Aeroas und das dürfte trotzdem sein. Das ist schneller? Lul. Ja, zweimal Aeroas und es ist weg. Sehr schön. Aber es setzt Raserei ein. Ich verstehe Raserei manchmal nicht. Das ist die Attacke irgendwie. So. Aber gut. Schade, kein Level-Up für Dratini, aber es kommt gleich, denke ich mal. Autsch, ich habe eine Prellung. Tja, hättest du mal nicht auf den Stein gehauen, ne? Stopp, zieh deine Schuhe aus. Das ist dein einziges Problem. Echt jetzt, dass ich meine Schuhe anhabe? Bist du for real? Ein Menki, okay. Ja, 31, das dürfte One-Shot sein, schätze ich. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Noch ein Menki. Nochmal Level 31? Das ist wieder One-Shot. Ja. Komm, jetzt aber bitte mal was Stärkeres. Nicht noch ein Menki. Ein Razav. Das ist schon besser. Das sehe ich doch gerne. Dürfte auch ganz einfach zu besiegen sein. Was ist schneller als Tauboga? What? Okay, das kommt unerwartet. Dass es schneller ist, ey. Kratzfurie, oh nee. Hör mir auf. Alter. Der Volltreffer kam unerwartet. Holy moly. Aber es ist besiegt. Und es dürfte vielleicht auch ein Level-Up für Dratini sein. Könnte sein. Ja, sehr schön. Level 27. Sehr nice. Ich gebe auf. Ja, solltest du auch. So, dann würde ich sagen, wir heilen Tauboga nochmal. 68. Ja, dürfte erstmal ausreichen, schätze ich. Oh. Willkommen. Ich bin der Karatemeister. Ich leite diese Pokémon-Arena. Du forderst mich heraus. Also gut, ich kenne keine Gnade. Los. Aber wir kriegen keinen Orden von dir, das ist ein bisschen problematisch. Ein bisschen schade. Ja, er hat einen Kikli und einen Nocturne. Oh, Level 37? Okay. Gesichte. Wow. Gesichte. Ich bin begeistert. Auch das Kikli ist zwar schneller als wir, aber es setzt Energiefokus ein. Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Aber es ist auch mit zwei Hits weg. Das ist sehr gut. Nocturne macht mir ein bisschen Angst, weil es ja wahrscheinlich vielleicht möglicherweise Donnerschlag und so kann. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber naja, wir kriegen das schon hin, hoffe ich. Machen wir fliegen. Okay, wir sind schneller. Immerhin. Kacke. Das kann Himmelhieb. Das ist nicht gut. Das ist jetzt gerade ganz und gar nicht gut. Krass. Das Himmelhieb trifft... Wir setzen mal Dratini ein, komm schon. Das Himmelhieb trifft, obwohl man fliegt, wusste ich auch nicht. Ich meine, es macht Sinn. Es ergibt echt Sinn durch das, ne? Wisst ihr Bescheid? Oh, kacke. Das besiegt Dratini sogar mit... What? Oh, kacke. Okay, komm, wir setzen... Komm, wir machen Gengar. Der ist immun gegen Kampf. Und... wir machen Beleber auf Dratini. Einfach nur, damit Dratini die Erfahrungspunkte trotzdem kriegt. Ice Deep. Okay. Das dürfte aber gehen. Ja. Machen wir Hypnose und Traumfresser. Was? Verdammt, es ging daneben. Das ist schlecht. Das kann safe auch Donnerschlag und Feuerschlag, oder? Komm. Safe kann es das. Glaube ich jedenfalls. Könnte ich mir vorstellen. Aber so, es ist eingeschlafen. Und wir können Traumfresser machen. Dürfte auch ausreichen, schätze ich, oder? Sollte es zumindest. Es ist effektiv und eine starke Attacke, ja. Hat ausgereicht. Gengar ist wieder fast full. Oh, wie wenig Erfahrungspunkte. Aber Dratini kriegt eine Menge. Ich wurde geschlagen. Kannst mal sehen.
Ich bin deine Gnade unwürdig, trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eines von beiden aus. Okay. Möchtest du Kikli oder möchtest du dich Nocturne? Ich bin eher der Fan von Kikli, muss ich sagen. Nein, ich möchte den Kikli nicht. Auf Blitz PCs übertragen. Okay, von hier aus, alles klar. Oh, kann ich das noch lesen? Überall Gegner. Was steht hier? Er sagte ein Pokémon. Okay. Dich hatten wir schon, genau. Hier können wir rein, das Haus, lol. Pokémon Trainer Fanclub. Der Name von Trainern sind auf dem Schild reingeritzt, okay. Ah, okay, hier ist ein Shop. Schön, schön. Schön, 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 schön. Hier können wir erstmal ein paar Sachen kaufen. Oh, Hypertränke. Wir können ja keine Supertränke kaufen, alles klar. Kaufen uns mal nochmal ein paar Beleber. Und kaufen uns mal ein paar Hypertränke. Superbell brauche ich jetzt nicht. Topschutz, wie viel haben wir davon noch? 8. Da reicht auch erstmal. Und Hyperheiler. Nehmen wir nochmal 4 mit, vorsichtshalber, komm. Dürfte aber jetzt erstmal ausreichen. Vielleicht noch... Ah, komm, noch ein paar mehr Supertränke. Hypertränke. So. Sehr viel Geld ausgegeben, aber das ist okay. Hey. Beleber ist zwar teuer, aber... Beleber ist zwar teuer, aber besiegte Pokémon werden damit wieder fit. Mann, das ist am Anfang die männliche Stimme. Ja, sorry. Topschutz hält schwächere Pokémon länger von dir fern. Als Superschutz. Ah, das ist gut zu wissen. Das wusste ich zwar schon, aber egal. 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 Hallo. Rocco ist einfach gigacool. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich möchte auch so ein Kerl sein. Gigacool. Wir alle hier sind Fans von Pokémon-Trainern. Wie sie im Kampf auftreten, sie sind der Inbegriff von Coolness. Wenn du weiterhin gewinnst, kann es sein, dass wir hier über dich sprechen. Oh. Ich frage mich, ob ich eines Tages auch ein cooler Trainer sein werde. Bestimmt. Es ist nur Mühe geben. Ich denke, dass kämpfende Trainer cool sind. Denkst du genauso? Natürlich, denke ich so. Okay, und hier oben ist niemand mehr. Alles klar. Oh. Ja, ich kann nicht über die Lehne der Couch steigen, das ist nicht möglich. Oh, pass auf, wo du hintrittst. Entschuldigung. Tipps für Trainer. Hyperheiler kuriert alle Verletzungen. Es ist teuer, dafür aber sehr praktisch. Ja, das stimmt. Allerdings, doch. Finde ich auch. Wir gehen nochmal ins Pokémon Center. Wir können Dratini gleich trainieren eigentlich, ne? Habe ich mit den Leuten hier drin schon geredet? Ich weiß es nicht. Ich mach's gleich einfach mal. Bei Team Rocket können wir Dratini, glaube ich, sehr gut trainieren. Ich glaube schon. Der Zeitpunkt der Entwicklung ist von Pokémon zu Pokémon unterschiedlich. Ja, das weiß ich schon. Ich wünschte, die Top 4 käme und stampften das Team Rocket in den Boden. Ja, warum machen die das eigentlich nicht? Die Cisco ist sehr bekannt. Deshalb wurde das Team Rocket auf sie aufmerksam. Ah, okay. Warum macht die Top 4 das nicht? Warum muss ich das als übernehmen? So als Kind. Das ist total dumm. Aber okay. Akzeptiere ich so. Civco. So, wir... setzen Dratini an Anfang. Wie gesagt, das ist Team Aqua... Team Aqua, was? Team Rocket. Die dürften wir ganz gut besiegt bekommen eigentlich, schätze ich jetzt mal. Besiegt. Nicht besiegt. Besiegt. Dürften wir gut hinbekommen, schätze ich. Weil die haben jetzt nicht so starke Pokémon und... Ja. Hey Mike, was machst du hier? Ich bin nur auf der Durchreise. Ich sei ein Tourist. Ich nix sprechen. Deutsch. So. Level 25, seht ihr? Das geht fit. Das kriegt Dratini hin. Wir machen Donner. Oh, Flügelschlag. Warum ist denn alles schneller als Dratini, ey? Warum machen die alle so Damage, ey? What? Okay. Dass Donner gerade nicht gewone-shottet hat, wundert mich. Na okay, es ist 2 Level unter einem. Und Dratini ist halt noch nicht entwickelt. Es hat auch nicht so einen krassen Damage. Das ist das Problem. Aber naja. Dafür gibt es schöne Erfahrungspunkte für Dratini. Definitiv. Zubat dürfte aber gewone-shottet werden, oder? Und Dratini dürfte schneller sein, oder? Ja. Aber es geht daneben. Natürlich geht es daneben. Macht aber auch nicht viel Damage. Oh, da wollte gerade ein Huster raus. Ist aber nicht rausgekommen. Das ist eklig. Oh, ein ekliges Gefühl, Leute.
Husten, der nicht gehustet werden will. Oder so. Volltreffer. Wow. Dorthin die Level 28. Oh yeah. Ein Zubat. Wow. Als ob du... Hast du 4 Zubats und ein Golbat? Wenn ja, dann leck mich. Als ob, Alter. Kann nicht dein Ernst sein. Wehe. Ein Radikal. Wow. Das ist eine krasse Verbesserung, du. Flammenwurf. Hyperzahn. Ah, nein. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Komm, Nidoking. Du hast eine Kampfattacke. Du böllerst dieses Radikal weg. Nachdem wir ein Beleber eingesetzt haben. Für unser liebes Rattini. Scheiße, ey. Und hier setzt du... Weißt du, hier setzt es Ruckzuckhieb ein. Gegen Nidoking. Anstatt dass es hier auch Hyperzahn einsetzt. Warum? Naja. Schöner Damage an der Stelle von Nidoking. Aber was wollen wir erwarten? Es ist Nidoking. Nidoking ist der Boss. Schöne 400 Erfahrungspunkte für Dratini. Ich bin ein Versager. Ja, das bist du. Du bist beim Team Rocket. Natürlich bist du Versager. Vorsichtshalber meinen Supertrank für Dratini einsetzen. Damit es wieder Full Life ist. Okay, da unten ist noch ein Trainer. Oh, der guckt sogar zu mir. Alles klar. Hey, du hast hier nichts verloren. Och. Ich habe meine Kontaktlinse verloren. Obwohl ich Brillenträger bin. Aber in-game keine Brille trage. Das ergibt keinen Sinn, aber das ist egal. Der Flammenwurf. Das war kaum Damage. Aber ist okay, Dratini wird es überleben. Wollen wir Drachenwut kommen? Wutz. Das war mehr Damage. Ich glaube, Windhose dürfte jetzt ausreichen, oder? Verteidigung sinkt, ja, das ist okay. Windhose dürfte ausreichen. Ja. Easy. Aber wenig Erfahrungspunkte eigentlich, ne? Noch ein Zubat, Alter. Warum haben denn alle... Oh, alle Team Rocket Rüpel haben Zubats. Denn das ist echt ätzend. Ich habe keinen Donner mehr bald. Aber besiegt. Sehr schön. Das ist hart, verloren. Tja, kannst du mal sehen? Leg dich nicht mit einem Kind an. Oder so. Ey. Hau ab, du hast keinen Zutritt. Ey. Puh. Ein Forscher, ein Magnetilo. Das ist gut, dass wir oder dass Dratini Flammenwurf kann. Würde ich mal sagen, ne? Sehr gut. Ich glaube, kein One-Shot. Nee, schade. Aber es brennt. Das könnte glücklich für uns enden. Oder für Dratini. Komm, bitte. Ja, nice. Sehr schön. Superschall ging halt sogar daneben. Das ist halt einfach der Shit. Ein Voltoball. Komm, wir wechseln Dratini aus. Und pack mal Gengar rein. Gengar braucht auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Dratini ist bald Level 28 und da fehlen nur noch 2 Level, dann ist es... Dann entwickelt es sich, wenn ich richtig nachgeguckt habe. Wenn ich mich noch richtig entsinne, meine ich. So. Doch, es war 30, ne? Nicht 35. Ich glaube, es war 30. Glaube schon. Sehr schön. Und noch ein Magneton. Ich hoffe, das wird Dratini überleben. Das wäre echt scheiße, wenn nicht. Gucken wir mal. Go, Dratini. Flammenwurf. Ja, oh, Superschall. Alter, du willst mich verarschen, ey. Superschall ist so nervig. Verwirrung allgemein, ey. Nur Paralyse ist schlimmer. Verwirrung gehen jedenfalls nach ein paar Runden weg. Paralyse bleibt. Nicht effektiv. Das ist schön. Aber, Alter, als ob. Verwirrt und paralysiert. Da, aber okay, danke. Schön. Oh Gott, oh Gott.
Und auch die nächste Level 29 und Level 28. Gleich. Nach dem Kampf hier. Schön. Dottini Level 29. Sehr nice. Das gefällt mir. Versucht Slam zu erlernen. Können wir ihm eigentlich anstatt Windhose erstmal noch beibringen, oder? Was macht das eigentlich? Immer 40 KP Schaden, okay. War das doch das, was ich im Sinn hatte? Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob das Drachenwut war oder eine, irgendeine andere Attacke. Aber sehr schön. Dottini hat Slam gelernt. Nicht schlecht, Herr Specht. Wiederhole mich, ich hab das schon zu deinem Kollegen gesagt, aber leg dich nicht mit einem Kind an. Nein, nicht Gengar, sondern Gengar. Dratini einmal heilen. Und einmal noch ein Hyperheiler für Dratini. Dann damit ich nicht mehr paralysiert ist. Und dann guck ich nochmal kurz hier durch. Ja, ich kam hierzu, okay. War ich gerade Stockwerke 7? Alter. Ja, hier kommen wir später eh nochmal hin. Ich will erstmal die ganzen Treppen gehen, Leute. Und danach die ganzen Teleportationsfelder benutzen. Wo kommen wir hier hin? Moment. Auch in Stockwerk 7. Okay. Sogar relativ nah. Alles klar. Ja, dann machen wir erstmal im nächsten Part weiter hier mit der Treppe. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!